Hallo und herzlich willkommen zurück bei Call of the Beast. Ja, es ist gerade der Part 8 bei mir, da aber die 1,5 Stunden Aufnahme gefailt ist. Part 8 von irgendwas. Mit dabei ist der CF-Zocker 111, nein, der Dion Gaming, ne? Genau. Moin. Ja, er ist jetzt frisch dazugekommen aus dem Urlaub, war das, denke ich. Genau. Und, ja. Er ist jetzt halt hier. Mit mir. Genau. Ich selber nehme noch nicht auf, aber ich denke mal, morgen nehme ich meine Runde auf oder so. Und da werde dann halt auch ich dabei sein. Genau. Ne? Und das Rauschen wird wieder stärker. Nein! Kannst du das nachher rausfiltern? Könnte ich versuchen. Okay. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Nein. Komisch. Ja, okay. Also, Edwards jetzt. Ein kahles Grundstück. Ich versuch das gerade, wo ist das denn überhaupt? Ja, dieses scheiß Fliegvieh ist wieder hier drinne. Mann! Ist das das hier? Okay, das Teil hat 8 Arme und kann fliegen. Nice. Ich hab ne Insektenphobie, Mann! Achso, lol. Weg! Mann! Ist das jetzt hier mein Grundstück? Also, hier ist ein Grundstück ohne Schild noch. Wo bist du denn? Rechts von dir. Enderman! Nein! Der hat mich auch. Also, der ist hier eben rumgeflogen. Komm mal zur Mitte. Ich mag keine Endermänner. Relaxo! Juhu! Ey, dieses Flugvieh beobachtet mich echt. Mann, ich kann nicht mehr auf, wenn davon. Hör auf! Nein, die Phobie reicht mir schon. Also ich glaube, das ist das hier, oder? Also da steht nichts drin. Genau. Falls auch nichts drin ist, ist es deins. Okay. Yeah, mein Grundstück. Ja, das heißt, jetzt geh schon mal farmen. Ja, weil ich sonst gleich wieder verhungern werde. Okay, hier bei Skype wird gerade angezeigt, keine Verbindung, aber... Ich höre es drauf. Solange du mich noch hörst. Ist doch auch gut, ne? Eben. Du brauchst mich ja nicht hören. Nö. Ich laber dir dann einfach mal dazwischen. Ja. Optimal. Müssen das exakt 100 Blöcke sein oder reicht es, wenn ich schätze, ja, ab hier ist genug? Wie jetzt? Also ich darf ja erst 100 Blöcke davon abbauen, oder? Vom letzten Grundstück. So habe ich das genau mitbekommen und so haben wir das auch bisher gemacht. Okay. Ja, ich schätze, also ich ziehe jetzt nicht mit, aber... Klappt schon. Ja, mit Optifine und andere ähnlichen Mods wäre das viel einfacher. Hast du die Sichtweite auf normal? Ja. Ja gut, weil das ist eine Mindestvoraussetzung bei uns. Achso, nein, okay. Ja, wir haben das Flieg... das Flugvieh hat sich bewegt. ja, halt so eine Art Abmachung. 100 Meter vom letzten Grundstück. Oder halt, falls man die Sichtweite auf, auf hoch hat. Oder halt auch auf extrem, in den seltenen Fällen. Dann dort ist man das letzte Grundstück, was man da, am nahesten hat. Wie heißt es? Keine Ahnung. Was hat am, was am nächsten dran ist oder so. Ja. Und das heißt, ab da darf man dann auch offiziell auch wirklich ohne Angst abbauen. Okay. Also halt bei der Sichtweite normal ab 100 Meter und bei der Sichtweite auf hoch oder extrem so lange, bis man das... Oh, fuck, mein Typ hat... Nur noch ein Schenkel. Das muss sich ändern. Ja, ich bin jetzt eigentlich weit genug weg. 200 Meter vom Stadtzentrum. Und habe ich denn bei dir eine annehmbare Soundqualität? Du warst gerade bei mir robotermäßig, aber ansonsten. Ja. Da Fug? Ja, einmal kurz, aber es ist wieder weg. Oh, da ist ein Hundi. Und ich sterbe jetzt langsam. Also. Kein Hunger mehr, könnte man sagen. Ich bin ja gerade unterwegs, aber ich finde gerade auch nichts. Ich bin schon wieder Nacht vor dem Schlafen. Aber ich finde den Weg nicht zurück.
Hast du keinen Waypoint gesetzt? Hatte ich mal. Oh. Ja, aber ich habe den irgendwie ja, dazu gekriegt, wieder wegzumachen. Kannst du mal kurz zur Stadt zurückgehen? Ah, ich hab schon. Ja, gut. Ah, ey. Ich bin auch so dumm. Warte mal, dann brauch ich mal kurz ein Bettchen. Mein Bettchen. Genauchen. Also, ich habe das Gefühl, wir verstehen uns blendend. Ja, es läuft wohl. Zwei dumme Eingedanke. Ja, ist echt so. So, hast du schon mal ein Bett fertig? Warte, Crafting Table. Drei Wolle, tak, 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 Bett. Und, wehe, hier kommt gleich ein Zombie rein. Na dann mal, good luck. Ich geh jetzt mal schlafen. Ich auch. Wieder aufgewacht. Genau. Ey, das hat sich wie 2 Sekunden Schlaf angefühlt. Ich müsste auch mal schlafen gehen. Ey, falls du etwas Starthilfe brauchst, ich könnte dir 3 Saphir geben, ne? Ja, erstmal versuche ich mich selber. Okay. Ich geh gleich einfach erstmal. Ich hätte eh nichts gegeben. Heul doch! Nee, ich fange jetzt mal ganz normal Sachen. Aber danach heulst du. Dann baue ich mir so meine Zaubersachen. Dann erforsche ich ein bisschen. Und ich gehe jetzt erstmal auf die Farm-Ebene. Tue ich ja eh schon die ganze Zeit. Was für eine Farm? Farm-Ebene. Hast du eine eigene? Nee, Farm-Ebene heißt bei mir Farm gehen. Ach so, okay. Ja, ein paar Leute verstehen das kaum bei mir, da ich so ungenaue Sprachteile habe, Sprachdinger, wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, siehst du, das meine ich. Nein, das ist nicht egal, das ist unhilflich. Das kommt mit der Zeit. Nun ja, bei mir wird es auf Zeit nicht kommen, da ich, nun ja, also man hört zwar nicht so gut raus, aber ich habe insgeheim eine Sprachbehinderung. Ja, das haben Freunde von mir auch. Was denn? Ist das dieses... Wie heißt diese... Ist das mit, diese Krankheit mit L? Legas? Nein. Okay. Egal. Nee, also das ist halt eine Krankheit, wo man beim Reden bei einem Wortteil Silbe oder Wort ganz hängen bleibt, wiederholt. Ah, okay. Und jetzt kommt dein Auftritt. Wie heißt diese Krankheit? Keine Ahnung. Nee, ehrlich, ich weiß nicht. Nun, Tipp fängt mit S an. Und nein, denk nicht an Sex. Ist es Sex? Nein. Warum sollte es? Keine Ahnung, ist so. Ich hab keine Ahnung. Sag mal, wie heißt es? ST. Und weiter? Es können noch 26 andere Buchstaben sein, von daher keine Ahnung. Hast du natürlich nie aufgepasst in Deutsch. doch, aber warum machen wir nicht so einen Kack? Wir eigentlich auch nicht, aber ich wollte mal ein anderes Thema aufbringen. Ah, okay. Heißt stottern. Ja, darauf wärst du jetzt nie gekommen, ne? Nee, wäre ich ja nicht. Scheiße, ich muss mich beeilen. Ich brauche einen Crafting Table, sonst gehe ich dann drauf. Und einen Ofen. Und ich brauche ordentlich viele Stöcker. Scheiße, ich Hunger. Ja, ich wollte eben schon aus Erde einen Stock machen, ne? Ja, okay, es klappt immer. Sehr. Oh, Steak. Ah, lecker. Ja, ich habe schon ein bisschen Nahrung gefunden. Ja, aber jetzt echt, ne, hört man das raus bei mir? Was denn jetzt? Stottern? Ja. Von zu hast, also ab und zu verhängst du dich halt so beim Sprechen, aber sonst nein. Ja, ich bin dann schon bei einer Logopädin. Ja, deswegen. Ich muss ja früher aufhören, wegen, Lispeln. Siehst du? Das hatte ich zwar noch nicht, aber ich kann auch mal, zum Spaß lispeln. Das ist nicht witzig. Okay, doch. Ja, siehst du, dann lass selber drüber mal. Kann man sagen, das ist nicht witzig. Nein, ich hab's ja nicht mehr. Siehst du, das ist dann witzig. Jo.
Ey, der ist Kopper. Na, ich weiß. Ich weiß. Na, 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 hör mich nicht an. Lol, ich hab eben einen Block weggebaut, den ich aber nicht wegbauen wollte. Ich hab eine Stone Pickaxe. Pickaxe? Genau. Also mit pickst du Achsen auf, ne? Lol, was ist denn hier alles? Hier ist voll viel Kopper und irgend so ein blauer. Blaues Ohr. Ja, wir haben jetzt schon die Hälfte der Zeit rum, die ich aufnehmen will. Oder wollte. Wie heißt das? Aufnehmen will. Okay, gut. Ey, weil, das war. Ab dort bin ich halt auch so ein kleiner Spacken drin in deiner Aussprache oder. Wie heißt das nochmal? Was jetzt? Ja, in verschiedenen Zeitformen. Tja, so, jetzt halt so, die ich will, die ich wollte. Wie heißt das immer? Das ist. Ja, früher war ich nicht so. Dort habe ich andere Leute korrigiert. Oh ja, die Leute gehen einem richtig auf den Sack, die andere. Also, es gehen mir Leute auf den Sack, die andere Leute korrigieren. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, das heißt, du hättest mich früher auch gehasst. Ja, aber es geht einem irgendwie auch richtig auf den Sack. Man sagt so ein Wort falsch. Das heißt aber so und so. Nun ja, ich ja so auf Schreibfehler spezifiziert. So, ja. Oder heißt es jetzt spezifiziert oder spezialisiert? Kannst, glaube ich, beides sagen. Ich denke immer nicht so viel nach beim Sprechen wie du, glaube ich. Nun ja, ist halt auch so eine Art täglicher Gebrauch bei mir, Nachdenken beim Sprechen. Ja. Rate mal, warum? Weil du stotterst? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, ich schon. Du kannst hell sehen. Okay, das ist unheimlich, was wir gerade machen. Ja, vor allen Dingen um die Uhrzeit, ne? Ja. Wie spät ist es? Ja, es ist gleich 4. Ne, jetzt gerade 3:11. Ja. Ich hab mir vor so circa 10 Minuten für. Nee, das war vor 20. Sorry. So. Eiblali Spielemythen angeguckt. Mhm. Und was gibt's da so? Da ist ein Fluch von einem Zelda-Spiel. Hm? Wie heißt das nochmal? Ocarina of Time oder so? Kenn ich eigentlich nur. Nee, das ist ein anderer Teil. Hm? Es gibt noch irgendeinen Teil mit Sword im Namen. Ja, halt so ein Zelda-Teil mit. Also halt einer großen Maske oder so. Ach so, keine Ahnung. Ich hab Ich habe Zelda selber nie gespielt. Komischer Satz. Also, ich war halt mal früher so ein Zelda-Suchti, könnte man sagen. Mhm. Ich habe wirklich mit so circa 8-9 Jahren täglich, echt täglich Zelda gezockt. Weiß ich nie, aber. Hm? Und was war der Mythos jetzt? Und ja, da war halt. Erkennst du Creepypastas? Nee. Nee, hey, was kennst du eigentlich? Titten, Ärsche, Minecraft. Minecraft, das war klar. Naja, das sind halt so eine Art Gruselgeschichten, die angeblich auf Mythen oder halt wahren Begebenheiten basieren. Okay. Und ja, da hat halt auch so ein Typ auf YouTube was hochgeladen, auch als eine Art Creepypasta. Und nun ja, der hat damit Leuten großen Schrecken eingejagt. Aha. Mich eingeschlossen. Weil. Oh, echt, ich bin nett. Sorry. Hast du mich erschreckt, ne? Sorry, ja, ich hab mich auch nicht erschrocken. Okay, erzähl weiter. Und, ja, da ging's halt so einen Typen namens Ben. Mhm. Und dieser Typ, der das Spiel von einem alten Straßenhändler gekauft hat, wie der Typ hieß, weiß ich nicht mehr. Und er hat halt. Ach ja, das hieß Zelda Majora's Mask-Spiel. Ja, das ist ein richtig geiler Teil. Und jedenfalls ging es halt darum, dass der Typ, der das gekauft hatte bei diesem Straßenhändler, hatte halt ja, schon einen Spielstand vorgefunden namens Ben. Okay. Und nun ja, da war schon zum größten Teil alles drauf. Es war beim letzten Tag dieser Zeit vorher ein Dings irgendwas, wo halt Aufgaben erledigen sollte.
Und ja, das war halt richtig verbuggt. Und nun ja, den genauen Inhalt, den kannst du dir bei einem YouTube-Video anschauen. Mhm. Schicke ich dir mal morgen, okay? Jo. Ich habe auch früher mal so Spielemythen angeguckt. Da gab es so einen Kanal, ich glaube Like Epic oder so. Der hat das immer gemacht, das war immer richtig. Ach ja, der. Auch von den Pokémon 731. Ja. Vor allem an diesen Zombie bei Pokémon. Und Slenderman auch noch. Alles. Ja. Aber, ey, schon interessant eigentlich. Interessant, ich scheiß mir dabei immer in die Hosen. Oh ja, ich auch. Hey, du sagst es. Weißt du, wo ich mir auch immer in die Hose scheiße? Wo? Gar nicht. Nicht? Nein. Ich scheiß mir da nicht in die Hose, Mann. Nun ja, also eine Frau im Fernsehen. Jetzt kommt's. Jetzt, echt eine. War halt ja. Eine Sendung, ne? Ja. Und dort hatte sie halt Fragen gekriegt, die, ja, sagen wir es mal so, die nicht so passend waren. Mhm. Und also hat sie halt so eine Frage gekriegt, hast du schon mal in deine eigene Badewanne geschissen? Rat mal, was sie geantwortet hat. Ja. Und das hat sogar gestimmt. Oh Gott. Wie kann man in seine eigene Badewanne scheißen? Ja, wenn man Druck hat, ne? Ey, Mann. Das sehe ich mir mal morgen wieder auf YouTube rein. Ja, ja. Vor allen Dingen, ich habe nicht viele Leute abonniert, aber die Leute, die ich abonniert habe, die bringen täglich 5 Milliarden Videos raus. Pete Speed. Und, kenne ich zu gut. Ja. Und ich komme aus dem Urlaub wieder und ich krieg keinen Überblick, was ich gucken soll. Ich habe mir vorgenommen, ja, schaust erst das Projekt. Ja, okay. Irgendwie habe ich noch nichts angefangen, obwohl ich jetzt, weiß nicht, wann war ich zu Hause um 9 oder so. Aber ich hatte irgendwie Bock zu zocken. Ja, so kennt man dich doch, ne? Ja, klar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Was hast du vor? Ich baue mir gleich meine Dusche. Oh ja, für die Schwulen-Zuschauer. Damit du da auch reinkacken kannst? Ja. Wie die Frau. Ja, theoretisch wäre es ja sogar so. Also, ich will ja mal nichts sagen. Hm? Aufgepasst, wenn ihr in meine Dusche geht. Oh Gott. So, ich verpiese mich mal auf mein Grundstück, hab ein bisschen was gesammelt. Achtung, Achtung, die Wurst könnte euch entgegenkommen. Mori hält es jetzt verdammt eklig. Aber ich kann darüber immer wieder lachen. Über Scheißwitze, über Durchfallvideos kann ich überall drüber lachen. Nee, also es hat bei mir aufgehört irgendwie. Nun ja. Ah, Skelett. Ich hab's halt so Jahr für Jahr beibehalten. Seit der Kindheit. Na, kennst du mein wahres Alter überhaupt? Ja, hast du mir gesagt. Mist! Mich kannst du hier nicht täuschen, ne? Ja. Ja, ich bin 72, ich bin ein alter Sack. Ja, ich laufe auf Krücken und wir haben 1 Minute und 10. Oder nee, warte. Wir wären bald in einer Minute die 20 Minuten voll. Auf. Okay. Wollen wir 25 Minuten machen? Ist mir egal, mach wie du willst. Okay. Okay. Ich bin auf einer Cowboy Ranch. It's me, Mario. No. Luigi. No. Dion. No. And doch. No. You are gay. No. Yes. No, sir. Yes, sir. Ach, lassen wir diese sehr sinnvolle Unterhaltung. Ist doch auch sehr sinnvoll. Ja. Lass mal dann. Ja. Spinnen! Gut, na. Junge. Alter, halt nie. Aber was für eine Schwierigkeitsgrad haben wir? Ich war der Meinung, der Kevin hat das auch schwer gestellt. Ich weiß, es ist zum Kotzen, ne?
Aber hey, was soll man machen? Ihn verprügeln? Ja. Ganz, ganz konkrete Antwort. Ja. Obwohl, hält sie mal kurz fest, ich könnte es machen. Falls es so fies wäre. Nein. Wir haben uns ja alle lieb hier. Verpiss dich!